Hallo und herzlich willkommen in der Kreuzfahrt Lounge. Ich bin's, eure Mindshift-Expertin Melanie, und ich möchte euch heute zeigen, wie und wo ihr das Schiffsmanifest für eure gebuchte Mindshift-Reise ausfüllt. Gerade als Erstfahrer denkt ihr euch jetzt, Schiffsmanifest, was ist das? Das hören wir ganz oft in der Beratung, gerade von Erstkreuzfahrern, wenn wir sagen, wir schicken euch einen Link zu meiner Reise zu, dort müsst ihr euer Schiffsmanifest ausfüllen. Das ist natürlich ein Begriff, den kennt man so aus dem normalen Pauschalurlaub eher nicht. Das ist bei allen Reedereien so, man muss vorher ein Schiffsmanifest ausfüllen. Das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Prinzipiell geht es darum, einmal die ganzen Einreiseformalitäten zu klären, eure Ausweisdaten quasi anzugeben. Und dann werden natürlich noch so ein paar andere Fragen gestellt, zum Beispiel zu Lebensmittelunverträglichkeiten etc. pp. Das gehen wir aber gleich Schritt für Schritt mit euch durch. Ja, und dieses Schiffsmanifest auszufüllen, das ist verpflichtend. Das müsst ihr definitiv vor der Reise machen, denn ohne dass ihr zum Beispiel euer Schiffsmanifest ausgefüllt habt, könnt ihr den Online-Check-in nicht machen. Und es werden auch keine Reiseunterlagen ausgestellt. Dementsprechend ist das total wichtig. Wenn ihr eure Reise vorbildlicherweise bei uns in der Kreuzfahrt Lounge gebucht habt und ja, da Angst habt, was falsch zu machen oder ja, nicht ganz versteht, wie ihr das machen sollt, dann helfen wir euch da natürlich dabei. Aber ich zeige euch das jetzt einmal für alle, was man da beachten muss, wo ihr das machen müsst, wie ihr da hinkommt und vor allem, was das auch zu beachten gilt. Dafür blende ich euch einmal hier ja, die Mindshift, meine Reiseseite ein. Das habe ich euch gestern schon einmal gezeigt im Video, was ihr dort alles so machen könnt, und habe auch gesagt, dass wir dann heute ein Video speziell nur für das Schiffsmanifest machen. So, wie kommt ihr dahin? meinereise.meinschiff.com/login. Wenn ihr eure Reise über uns gebucht habt, dann schicken wir euch diesen Link mit der Buchungsbestätigung mit. Das heißt, ihr müsst euch das jetzt nicht notieren oder aufschreiben. Ihr müsst euch da nichts merken. Wir schicken euch den Link in der Bestätigung mit. Da drückt ihr dann einfach drauf und dann kommt ihr hier auf diese Login-Seite. So, und da melden wir uns dann entsprechend an. Einmal mit dem Vornamen. Wenn ihr mehrere Vornamen habt und die Reise dementsprechend dann mit mehreren Vornamen gebucht habt, müsst ihr hier bei der Anmeldung natürlich auch alle Vornamen wie in der Buchung angeben. So, in dem Fall ist das hier King. Würdet ihr jetzt King Louis mit Vornamen heißen, müsste man da King Louis eingeben. So, Nachname ist in dem Fall Kreuzfluenza. Wir haben natürlich extra für diesen Fall hier eine Testbuchung angelegt, sodass ihr jetzt euch die Anmeldedaten auch gar nicht notieren braucht, denn die Buchung, die wird nach dem Video entsprechend wieder storniert, die wird gelöscht, sodass ihr da mit unseren Anmeldedaten noch keinen Unfug treiben könnt. Ja, so ist das. Wir denken hier immer mit. 3261340, das ist für diesen Vorgang unsere Buchungsnummer und damit melden wir uns jetzt an. Wenn ihr hier unten auf Angemeldet bleiben drückt, dann seid ihr auch noch angemeldet, wenn ihr die Seite wieder verlassen habt. So, anmelden und dann kommen wir hier in unseren, ja, eigenen persönlichen Meine-Reise-Bereich. King Kreuzfluenza geht auf Kreuzfahrt vom 2.7. bis zum 13.7. Ihr braucht euch da jetzt nicht drauf zu buchen, da ist keiner von uns dabei. Genau, so. Und dann seht ihr hier schon Schiffsmanifest, bitte vervollständigen. Das ist verpflichtend, sonst können wir den Online-Check-in nicht machen und wir können auch die Reiseunterlagen nicht herunterladen. So, also gehen wir hier auf den Punkt Schiffsmanifest. Das muss übrigens für jede Person, die mitreist, einzeln ausgefüllt werden. Also ihr habt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich fülle das jetzt mal für mich aus und meine Frau, die kommt ja automatisch mit. Das funktioniert nicht. Also jeder muss das einzeln ausfüllen. So, jetzt seht ihr hier unten schon die Teilnehmer in der Buchung. Ihr könnt euch hier auch nochmal die Einreisebestätigung anschauen. Bestimmungen, ganz wichtig, das solltet ihr auch tun. Da geht es nämlich unter anderem auch darum, braucht ihr einen Reisepass oder reicht ein Personalausweis für eure Reise? Und was ganz wichtig ist, ist auch, dass euer Personalausweis nochmal mindestens je nach Reiseziel 3 Monate nach Reiseende gültig ist und der Reisepass entsprechend ein halbes Jahr, also 6 Monate nach Reiseende muss der noch gültig sein. Das ist auch nichts, was sich die Kreuzfahrt so ein bisschen ausgedacht hat, sondern das kommt eben auf die Einreisebestimmungen der Zielländer an, die ihr mit der Kreuzfahrt anfahrt. So, jetzt sehen wir hier, die Daten sind unvollständig. Entsprechend füllen wir die jetzt mal gemeinsam aus. Persönliche Daten von King Kreuzfluenza. Also wir haben hier die Anrede, Vorname, Nachname. Wir können den Vornamen und den Nachnamen nicht mehr ändern. Also spätestens jetzt, wenn euch auffällt, oh,
Ich heiße ja gar nicht nur King, ich habe ja noch einen zweiten Vornamen, wusste ich gar nicht, dass der existiert, aber der steht in meinem Ausweis drin. Dann muss der hier mit rein. Den könnt ihr aber nicht mit reinhauen, weil ihr euch bei der Buchung nur mit einem Vornamen angemeldet habt. Ihr müsst aber alle Vornamen bei der Anmeldung, eben bei der Reservierung angeben. Wenn ihr diesen Fall habt, ruft uns an, dann lassen wir die Buchung entsprechend ändern, dass da auch euer zweiter Vorname noch mit reinkommt. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr Flüge und alles gebucht habt, könnte das Ganze ein bisschen kompliziert werden. Bei Reisen ab bis Deutschland ist das in der Regel einfacher, da nochmal eine Namensänderung, eine Namenskorrektur durchzuführen. So, Titel könnt ihr hier noch angeben. Doktor, Präsident, Konsul, Magister, je nachdem, wenn ihr einen Titel habt, könnt ihr den hier mit eingeben. Wenn der bei euch im Ausweis steht, solltet ihr ihn auch mit angeben. So, Kontaktdaten von anderen Teilnehmern übernehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt zu zweit reist und habt die Kontaktdaten für die erste Person schon mal eingetragen und das ist jetzt die zweite, könntet ihr hier sagen, ja, ich möchte die von meinem Reiseteilnehmer, der dann hier aufgeführt ist, übernehmen. In dem Fall reist der King Kreuzfluencer ja alleine und dementsprechend kann er auch die Kontaktdaten nicht übernehmen. So, jetzt sind hier natürlich schon die Kontaktdaten eingetragen, die wir bei der Buchung angegeben haben. Ja, die E-Mail-Adresse, die Wohnanschrift, die Postleitzahl, die Telefonnummer, Postleitzahl, Ort. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, noch eine Mobilnummer mit einzutragen. Das ist auch super wichtig, dass ihr die eintragt, denn gerade kurzfristige Änderungen werden gerne mal per WhatsApp bzw. per SMS mitgeteilt. Dementsprechend tragen wir jetzt hier noch eine Mobilnummer ein, die 00 49170 und jeder freut sich jetzt über die private Handynummer von Pascal. Das ist natürlich die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist ja klar, was für eine Nummer sollte er sonst haben, ne? So, und hier bestätigt ihr einmal, dass bei möglichen kurzfristigen Unregelmäßigkeiten vor und während der Reise gegebenenfalls informiert werden kann. Erlaube ich TUI Cruises GmbH die Nutzung meiner Mobilnummer sowie die Weitergabe an den gebuchten Transportdienstleistern, sofern ich eine An- und Abreise über TUI Cruises GmbH gebucht habe. Da geht es dann entsprechend um die Airline. So, das bestätigen wir hier mal. Das wollen wir machen, dass wir hier auch informiert werden. Zack, da ist der Haken. So. Dann haben wir hier den Ausweistyp. Jetzt für unsere Reise können wir hier Personalausweis und Reisepass auswählen. Das heißt, für unsere Reise würde auch der Personalausweis genügen. Wenn hier nur Reisepass steht, dann habt ihr eine Reise gebucht, wo ihr einen Reisepass benötigt. Und dann müsst ihr den beantragen. Und wenn es schon ein bisschen kurzfristig ist, dann hilft oft nur noch der Expressreisepass. Viele sagen, ja, vorläufiger Reisepass würde ja auch genügen. Der ist aber generell nur ein halbes Jahr gültig und dementsprechend könnte das eng werden. Ich meine, ein halbes Jahr ist ja gültig, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht drauf versteifen. Aber wie gesagt, hier müsst ihr einmal euer Ausweisdokument ausfüllen. Wir reisen mit Reisepass. Entsprechend geben wir das an. Nationalität müsst ihr einmal angeben. Das ist in unserem Fall bei Pascal Deutschland. Und die Ausweisnummer, Passnummer. So, entsprechend tragen wir hier einmal die Passnummer ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Ihr seht natürlich jetzt in dem Fall, dass ich die Ausweisnummer gefaked habe. Ja, aber da solltet ihr schon eure richtige Ausweisnummer reinschreiben. Geburtsort, ja, wo ist denn der Pascal geboren? Natürlich in Hamburg. Ausstellungsort ist Apensen. Da wohnen wir aktuell. Geburtsdatum hat er hier auch direkt aus der Buchung übernommen. 27. Januar 1984. Happy Birthday, Pascal, wenn du dann irgendwann Geburtstag hast. So, und dann kommt das Ausstellungsdatum. Das müssen wir hier noch einmal eintragen. Das wäre dann, ja, nehmen wir mal den 3. 2.2.22, der ist relativ neu, der Ausweis. Und gültig ist der ja 10 Jahre, das ist dann bis zum 2. Februar, das macht er schon. Sehr clever hier, ne? Und warum macht er das Jahr nicht gleich? Weil es gibt ja auch Ausweise, die weniger lang gültig sind. Zum Beispiel die von Kindern, die sind ja keine 10 Jahre gültig. Der ist jetzt hier bis 2032 gültig, 10 Jahre. Zack, haben wir drin. Und dann haben wir den Geburtsnamen. Den brauchen wir in dem Falle nicht.
Wenn ihr einen Geburtsnamen habt, dann tragt ihr den mit ein. Und bei Beruf, den müsst ihr tatsächlich eintragen, weil das für manche Länder eben wichtig ist. Die wollen den Beruf wissen. Ja, Entschuldigung, jetzt konnte ich das leider nicht unterdrücken. So, in dem Falle, was sind wir denn hier? Selbstständig sind wir. Na, da könnt ihr halt auch auswählen. Wenn ihr Hausfrau seid, dann gebt ihr Hausfrau ein. Wenn ihr selbstständig seid, selbstständig. Ansonsten Angestellter etc. pp. So, Einreisebestimmungen. Wir hatten jetzt ja schon mehrfach die Möglichkeit, uns die Einreisebestimmungen anzuschauen. Hier haben wir sie auch nochmal ganz wichtig durchlesen. Denn hiermit bestätigt ihr die Einreisebestimmungen. Und die müsst ihr auch bestätigen, sonst kommt ihr nicht weiter. So, und wenn ihr das dann bestätigt habt und dann später sagt, das wusste ich nicht, wirklich nicht, ihr habt bestätigt, dass ihr sie gelesen habt. Ja, also deswegen auch unbedingt bestätigen, unbedingt lesen, nicht nur bestätigen. Ja, dann werdet ihr zur Ernährung gefragt. Bitte geben Sie die Art Ihrer Diät an. So, hier könnt ihr auswählen, ob ihr Diabetiker seid, Vegetarier, Veganer, ob ihr glutenfreie Kost braucht, laktosefreie Kost, cholesterinfreie Kost, keine Meeresfrüchte. So, Pascal, der ist laktoseintolerant, das können wir hier direkt mit angeben. Bitte geben Sie die Art Ihrer Allergie an. Und dann können wir hier auch nochmal direkt, ja, ein bisschen mehr eingeben. So, da kommt bei uns nichts mehr in Frage. Das können wir wegklicken. Da haben wir nichts mehr. So, weitere Kommentare zu Ihrer Diät. Also hier könntet ihr dann zum Beispiel noch irgendwas eintragen und hier könntet ihr auch noch ein bisschen was zu Allergien eintragen. So, Sicherheit. Hier geht es darum, ob ihr eine Behinderung, ein Handicap habt. Dann könnt ihr das hier entsprechend mit angeben. Hier gibt es alles Mögliche: Armbruch, Armamputation, Armprothese, Sehstörung, Blackout, schwerhörig, Diabetiker, geistige Behinderung, Koordinationsschwierigkeiten, Spastiker, Epileptiker, gehbehindert leicht, gehbehindert schwer, halbseitige Lähmung, herzkrank, Beinbruch. Ihr seht, da könnt ihr einiges angeben. Ihr könnt auch angeben, dass ihr nicht Schwimmer seid, zum Beispiel. Das ist ja auch, gerade wenn der äußerst seltene Fall eines Notfalls eintreten sollte, das Schiff muss evakuiert werden, etc. pp., ist es ja auch nicht ganz dumm anzugeben, wenn man nicht Schwimmer ist. Und nicht jeder Mensch kann schwimmen. Wenn ihr keine Behinderung habt, dann wählt ihr hier einfach keine Behinderung aus. So, zack. Da könnt ihr natürlich hier. Genau, so. Kontakt für Notfälle. Bin in dem Fall ich. Die Melanie ist das. Melanie Webner heiße ich. Und die Telefonnummer ist die 0049 4167 292 9941. Da könnt ihr mich auch alle anrufen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und eure nächste Kreuzfahrt in der Kreuzfahrt-Lounge buchen. Ja, Gesundheitsdaten. Hier bitte einmal durchlesen. Da geht es zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Reise. Verarbeiten wir die von Ihnen in diesem Reisemanifest angegebenen Gesundheitsdaten. Das geht um Lebensmittelunverträglichkeiten und Co. Und hiermit willige ich ein, dass meine Gesundheitsdaten zu dem Zweck einer optimalen Betreuung an Bord und zur Verhinderung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen verwendet werden dürfen. Ja, das dürfen sie natürlich, weil das, sonst macht es ja auch keinen Sinn. So, chronische Erkrankungen. Mir ist bewusst, dass unten stehende Vorerkrankungen bzw. Therapien ein erhöhtes gesundheitliches Risiko im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verursachen können. Genau, das auf jeden Fall auch nochmal durchlesen. Was dazu führen kann, wenn ihr diese Vorerkrankung habt, dass es zu Komplikationen kommen könnte, wenn ihr euch mit Covid-19 infiziert. So, das müsst ihr einmal bestätigen, dass ihr das zur Kenntnis genommen habt und dann tut ihr die Daten speichern. So, bitte überprüfen Sie die rot markierten Felder. Dann gucken wir mal, was falsch ist. Die Telefonnummer ist falsch. Und was habe ich falsch gemacht? Genau. Ich muss das Plus wegmachen und eine 0049 hinmachen. Das seht ihr mal, wenn man was falsch eingibt, wird man direkt darauf aufmerksam gemacht, dass etwas falsch ist. So, Datenspeicher. Da
Das dauert einen Moment. So, und jetzt müsst ihr echt Acht geben, ne? Ihre persönliche Sicherheitspin. Wenn ihr euch das nächste Mal ins Manifest einloggen möchtet, dann benötigt ihr diese Sicherheitspin. Die ging jetzt ganz schnell weg, aber ich verrate euch, was die Sicherheitspin ist, nämlich die letzten vier Ziffern eures Reisedokumentes, das heißt eures Personalausweis oder eures Reisepasses. Entsprechend müsst ihr wirklich mit aller erhöhter Sorgfalt eure Ausweisdaten eingeben, denn wenn ihr dort einen Fehler macht und stellt das erst später fest, dann kommt ihr hier nicht mehr rein. Dann müssen wir TUI Cruises anrufen, dass sie das Ganze einmal zurücksetzen, dass wir uns da wieder einloggen können. Ich zeige euch das einmal so zur Manifestübersicht hier einmal. Schiffsmanifest. Jetzt sieht man hier, ich habe das Schiffsmanifest ausgefüllt. Jetzt möchte ich hier etwas ändern. Ich gehe hier rein und jetzt komme ich rein. Ja, das ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Eigentlich sollte ich jetzt hier nicht mehr reinkommen, weil ich nichts mehr ändern kann. Dafür bräuchte ich eigentlich die PIN. Wie gesagt, die letzten vier Daten eures Ausweisdokumentes. Habt ihr dann Zahlendreher drin? Ist ja da drin. Ihr könnt ihn nicht ändern, weil ihr nicht mehr reinkommt. So, meine Reise. Schiffsmanifest haben wir ausgefüllt. Und jetzt ist es ganz wichtig, Schiffsmanifest haben wir ausgefüllt. Wir haben aber noch kein Zahlungsmittel erfasst. Das müssen wir tun. Bevor das nicht getan ist, gibt es keine Reiseunterlagen. Also entsprechend werden wir hier ein Zahlungsmittel hinterlegen. Und hier könnt ihr euch überlegen, ist es EC-Karte, Lastschrift, Visa, Mastercard oder American Express. Entsprechend könnt ihr hier eure Daten eingeben. Ganz wichtig an dieser Stelle, was ihr hier eingibt bei Zahlungsmittel, das ist lediglich das Zahlungsmittel für eure Ausgaben an Bord. Sprich, so möchtet ihr eure Bordrechnung bezahlen. Das hier hat überhaupt gar nichts mit eurer Reise zu tun. Also den Reisepreis quasi, den tut ihr hierüber nicht bezahlen. Wir haben das ganz oft, dass wir sagen, pass mal auf, da ist doch kein Zahlungsmittel hinterlegt für deinen Reisepreis. Das müsste bitte noch nachgeholt werden. Das ist nämlich so, wenn ihr eure Kreuzfahrt über uns bucht und ihr kein Zahlungsmittel für die Bezahlung des Reisepreises hinterlegt, dann kriegen wir irgendwann eine Information von TUI Cruises, dass wir uns bitte darum kümmern sollen, dass ihr entsprechend euren Reisepreis begleicht. Und ganz oft heißt es dann, aber ich habe doch beim Manifesten Zahlungsmittel hinterlegt. Genau, dieses Zahlungsmittel hier ist aber ausschließlich für eure Bordabrechnung und nicht für die Begleichung des Reisepreises. Genau, ihr könnt jetzt hier quasi auf EC-Karte, Lastschrift gehen, eure IBAN hier eintragen und dann könnt ihr die Zahlungsdaten speichern und dann sind diese gespeichert. Ihr könnt aber auch Visa eintragen, dann kommt entsprechend das Feld, dann wird das hier alles einmal mit der Prüfnummer und so müsst ihr dann hier eingeben. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil das kann man schlecht faken mit falschen Daten, weil es muss ja eben auch einmal bestätigt werden. Genau, und wenn ihr das ausgefüllt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier den Online-Check-in zu machen und euch auch die Reiseunterlagen runterzuladen. Jetzt gehen wir hier mal drauf. So, Reiseunterlagen wäre dann hier. Und jetzt seht ihr natürlich hier, dass die Reiseunterlagen noch nicht verfügbar sind. Ihre Reiseunterlagen stehen Ihnen frühestens ab 14 Tage vor Abreise zur Verfügung. Genau, also, aber auch nur, wenn das Schiffsmanifest vollständig ausgefüllt wurde. Das heißt, ab 14 Tage vorher könnt ihr euch hier eure Reiseunterlagen selbstständig runterladen. So, was können wir jetzt hier auch machen? Den Online-Check-in. So, verfügbar ist der Online-Check-in allerdings erst ab dem 11.06. und auch erst, wenn das Zahlungsmittel erfasst ist. Den Online-Check-in macht ihr dann hier an dieser Stelle ab dem 11.06. für diese Reise. Da steht dann immer für eure Reise speziell dabei, wann ihr den machen könnt. Und da bekommt ihr den Schiffspass. Ja, der Schiffspass, den braucht ihr, um an Bord zu kommen. Ihr bekommt die Kabinenkarte für eure Kabine erst an Bord. Und um dann an Bord zu kommen, braucht ihr eben diesen Schiffspass. Und ohne diesen Schiffspass kommt ihr nach dem Check-in nicht an Bord.
So, das mal vorneweg. Das heißt, ihr müsst das Schiffsmanifest ausfüllen, das Zahlungsmittel hinterlegen und den Online-Check-in machen. Ansonsten dauert das vor Ort, weil ihr das dann alles vor Ort noch machen müsst. Und das wäre nicht ganz so toll. Gerade der Online-Check-in, der ist nämlich verpflichtet, den müsst ihr vorab machen. Und zwar bis 0 Uhr am Abreisetag. Das heißt, wenn ihr morgen fahrt, müsst ihr das bis heute Mitternacht erledigt haben. Ansonsten habt ihr ein Problem vor Ort. Ja. Das einmal zum Schiffsmanifest. Ja, das ist alles verpflichtend. Das müsst ihr ausfüllen. Ich hoffe, ich habe euch das jetzt ja, verständlich erklärt, dass ihr das dann auch entsprechend durchführen könnt. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare oder ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir sind euch dann natürlich gerne behilflich, obwohl das natürlich alles auch gar nicht so schwer ist. Wie gesagt, ihr müsst euch da einloggen, den Link schicken wir euch mit der Buchungsbestätigung mit. Ihr füllt da eure Passdaten aus, eure Allergien, tut Notfallkontakt eintragen, bestätigt das alles, bestätigt, dass ihr die Einreise, Bedingungen gelesen habt und dann könnt ihr das auch schon absenden. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr bei dem Ausweisdokument ganz sorgfältig die Nummer eingibt, denn ihr benötigt die letzten 4 Ziffern als PIN, um euch dann beim nächsten Mal hier wieder einloggen zu können. Und wenn ihr da einen Fehler gemacht habt, dann könnt ihr das nicht selbstständig zurücksetzen. Auch wir können das nicht zurücksetzen. Da müssten wir dann Toy Cruises anrufen und darum bitten, dass man einmal das Manifest zurücksetzt, damit ihr es nochmal neu ausfüllen könnt. Ja, wenn euch das Video geholfen hat und euch das Video entsprechend gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ja, und wenn ihr auch die weiteren Videos von uns nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert auch die Glocke, denn dann werdet ihr sofort über neue Videos informiert, sobald diese bei uns online gegangen sind. Morgen geht es auch direkt schon weiter. Dann erkläre ich euch nämlich, wo ihr euer Zahlungsmittel hinterlegt für den Reisepreis, wo und wie ihr also eure Mein Schiff-Reise überhaupt bezahlen könnt, bevor es darum geht, das Manifest auszufüllen, eure Landausflüge zu buchen, etc. pp. Und was auch die Zahlungsbedingungen sind. Darum geht es morgen. Da freue ich mich drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Ciao, ciao, eure Melanie.